Sie sind jung, sie heimsen Preise ein, sie sind höchst erfolgreiche Forscher in Österreich und sie haben noch ganz andere Talente. Hallo und ganz herzlich willkommen bei dieser neuen Ausgabe von Newton. Ein Molekularbiologe und ein Chemiker, beide höchst erfolgreich in sehr, sehr komplexen Forschungsgebieten. Wir tun es immer relativ schwer zu erklären, warum man eigentlich Grundlagenforschung braucht. Wozu ist das überhaupt da und was ist das Ergebnis solcher Grundlagenforschung? Machen wir daher ein Experiment. Nehmen wir die zwei erwähnten Forscher, gehen mit ihnen einkaufen, fahren mit ihnen U-Bahn und stemmen mit ihnen gemeinsam im Fitnesscenter Hanteln. Und Sie werden sehen, da geht Ihnen das eine oder andere Licht auf. Er liebt Musik, Bewegung und die Welt der Moleküle, die Chemie. Doch was hat Chemie mit unserem Körper und mit diesem Mann hier zu tun? Ich heiße Nuno Maulide, ich komme aus Portugal, bin 35 Jahre alt und bin seit Oktober 2013 Professor für organische Synthese an der Universität Wien. Organische Synthese, das klingt kompliziert, hat aber einfach gesagt mit der Herstellung von Molekülen, ihren Strukturen und Reaktionen zu tun. Früher habe ich in Portugal, Belgien und Amerika studiert, Chemie studiert, organische Chemie. Seit 2009 war ich Gruppenleiter in einem Max-Planck-Institut in Deutschland und in 2013 habe dann den Ruf auf diese Professur hier an der Universität Wien bekommen. Nuno Maulide zeigt uns hier, dass seine Forschung mit Symmetrie und Asymmetrie zu tun hat. Denn Moleküle haben, wie die Geräte, auch physikalisch-optische Eigenschaften. Ein Phänomen, das sich in der Chemie Chiralität nennt. Dieses Langhanteln ist auch ein symmetrisches Objekt, weil man normalerweise zwei identische Gewichte auf links und rechts stellt. Man muss nur unterschiedliche Gewichte auf links und rechts stellen, um die Symmetrie des Objektes zu brechen, um dieses in einem chiralen Objekt umzusetzen. Unser Gesicht ist von Natur aus asymmetrisch. Erst wenn wir die eine Gesichtshälfte verdoppeln, so wie hier im Schnitt manipuliert, ergibt sich Symmetrie. So ähnlich verfahren Chemiker auch mit asymmetrisch gebauten Molekülen. Moleküle, die wir einfach einmal mit unserer linken und rechten Hand vergleichen. Weil sich unsere beiden Hände nicht so übereinander legen lassen, dass sie deckungsgleich werden, sagen Chemiker, die sind chiral. Diese zwei Gabeln jedoch, die jede für sich genommen symmetrisch ist, passen übereinander. Die sind achiral. Nuno Maulide und sein Team erforschen genau diese chiralen und achiralen Eigenschaften der Moleküle und wie sie aufeinander reagieren. Aber auch, ob die Moleküle zwei- oder dreidimensional sind, spielt bei der Herstellung eine wichtige Rolle. Da unser Körper auch aus solchen chiralen Molekülen besteht, ist es nicht überraschend, dass unser Körper solche Moleküle auch erkennen kann und überhaupt den Unterschied zwischen die zwei Ausprägungen erkennen kann. Diese Eigenschaft ist sehr wichtig, zum Beispiel in der Produktion von Medikamenten. Contergan, ein Beruhigungsmittel, das Ende der 1950er Jahre mit dem Wirkstoff Thalidomid auf den Markt kam. Damals hatte man die Chiralität von Molekülen noch nicht gut genug erforscht. Dass die zwei Komponenten des Moleküls, also die rechts- und die linksdrehende Form, unterschiedliche, sogar fatale Wirkung haben können, war nicht bekannt. Thalidomid ist ein chirales Molekül und wurde später entdeckt, dass eine Ausprägung den richtigen Wirkstoff mit einem beruhigenden Effekt ist, aber die andere Ausprägung leider bei schwangeren Frauen zu Fruchtschädigungen, dass die Babys dann mit verkürzten Arm und Beinen geboren sind. Damit hat die pharmazeutische Industrie leider durch eine Tragödie gelernt, dass bei chiralen Molekülen man beide Ausprägungen ganz vollständig testen muss, bevor sie eingesetzt werden können. Chirale Moleküle können aber auch verschieden riechen.
Das Molekül Limonen zum Beispiel duftet nach Tannen und nach Zitrone. Deswegen muss die Parfümindustrie auch aufpassen, wenn sie chirale Moleküle als Düfte verwendet, welche Ausprägung man herstellt. Die Fähigkeit, solche Substanzen in nur einer der beiden Formen erzeugen zu können, wird in der Chemie als asymmetrische Synthese bezeichnet. Genau daran forscht Nuno Maulide, eben wie man aus Achiral Chiral macht und wie man vornherein nur noch die eine Form des Moleküls herstellen kann. Die teuersten und gezieltesten Medikamente auf dem Markt bestehen übrigens aus chiralen Molekülen. Die Erforschung ihrer physikalisch-optischen Eigenschaften hat damit auch einen hohen Stellenwert für die Pharmaindustrie. Meistens sind die Medikamente heutzutage zweidimensionelle Moleküle. Aber man erkennt schon seit mehreren Jahren, dass die besseren Wirkstoffe dreidimensionelle Strukturen haben werden. In unserem Forschungsprojekt aktivieren wir solche Moleküle, zweidimensionelle, durch UV-Licht. Und jetzt wird das Molekül aktiviert. Denkt man an die Herstellung von Medikamenten, sind solche grundlegenden Versuche entscheidend. Dreidimensionale chirale Moleküle werden jedenfalls von unserem Körper gut angenommen. Hier im Labor entstehen solche Moleküle gerade. Durch Lichteinwirkung und einen kostbaren Katalysator, dem Palladium. Nuno Maulide schätzt die Vielfalt. Er arbeitet mit Wissenschaftlern aus 17 Ländern zusammen. Seine bahnbrechende Entdeckung kam, wie so oft in der Forschung, zufällig. Er fand heraus, dass man schon mit einer minimalen Änderung des Versuchsaufbaus den chiralen Partner des Moleküls erzeugen kann. Auf unseren Körper übertragen wäre das zum Beispiel so, als hätten wir durch organische Synthese zwei linke Hände. Also innerhalb der asymmetrischen Synthese haben wir ein ganz bestimmtes Phänomen entdeckt, womit man, grob gesagt, wirklich nicht nur eine, sondern beide Ausprägungen von chiralen Molekülen leicht und sehr selektiv bekommen kann. Und es ist so, dass man jetzt vorher absolut bewusst entscheiden kann, in welche Richtung man gehen möchte. Nuno Maulide selbst hätte beinahe eine andere Laufbahn eingeschlagen. Denn vor seinem Chemiestudium absolvierte er das Musikgymnasium und begann in Lissabon Klavier zu studieren. Nach einem Jahr war es absolut klar, dass es ein sehr einsames Studium ist. Weil du hast natürlich relativ wenige Stunden Vorlesungen in der Woche, weil dahinter steckt, du musst 6 Stunden oder 7 oder 8 Stunden am Tag am Klavier bleiben. Ich habe alle Prüfungen abgeschlossen vom ersten Jahr, aber dann war es klar, nee. Ich kann es nicht weitermachen. Lieber dies als Hobby und wieder in die Wissenschaft. Organische Chemie hat so viele Aspekte von Kunst reingenommen, dass es sich fast wie eine ästhetische Branche der Chemie fühlt. Die Noten sind fast wie die Strukturen in der Chemie. Und jetzt tauchen wir ein in die Welt der Zellen. Alle Lebewesen bestehen aus Zellen. Sie sind die Grundbausteine des Lebens. Vor 1,5 Milliarden Jahren entstehen aus Einzellern erste höhere Zellen mit Zellkern. Nach und nach entwickeln sich Vielzeller und damit alle höheren Lebensformen. Der menschliche Körper besteht aus über 100 Billionen Zellen. Wir teilen sie mit Tieren und Pflanzen. Sie alle arbeiten nach demselben Prinzip, gesteuert vom Zellkern und diesen Kernporen. Vorhang auf für einen Zellforscher. Das ist Alwin Köhler. Er ist Mediziner, Molekularbiologe und Musiker.
An den Max F. Perutz Laboratories Wien erforscht er die Kernporen des Zellkerns und das, was sie zum Austausch von Erbinformationen beitragen. Das Hören zum Beispiel hängt von hochspezialisierten Sinneszellen ab. Aber in all unseren Zellen steckt noch mehr. Die gesamte Erbinformation, alles, was uns ausmacht. Also was mich als Molekularbiologe interessiert, ist die Frage, wie Erbinformation abgelesen wird. Das heißt, wie wird die dekodiert und wie entsteht aus der Erbinformation eine Vielfalt? Da haben wir zum Beispiel eine Nervenzelle mit extrem langen Fortsätzen. Ja, wir haben Fettzellen, sehen ganz anders aus. Und wir haben natürlich auch rote Blutkörperchen, auch wieder ganz anders. Wir von Newton haben bei der Harvard University nachgefragt, ob es eine Animation gibt, die das Innenleben einer Zelle zeigen, und hatten Glück. Dieser kleine Film zeigt, dass die Zelle kein homogenes Ding ist. Hier ist der Zellkern. Und da sind die Mitochondrien, die Energielieferanten. Die Wege, die hier zurückgelegt werden, entstehen immer wieder neu und werden immer wieder abgerissen. Die Zelle ist ein Universum, in dem viel passiert, ähnlich wie in einer Stadt. Produkte werden hergestellt, weggeworfen oder recycelt. Das alles steuert der Zellkern. Über spezielle Poren steht er mit dem Rest der Zelle in Verbindung. Arbeitsaufträge entstehen, genetische Botschaften. Genau daran forscht Alwin Köhler. Wir haben hier ganz wesentliche Bausteine identifizieren können, die für diese Kopplung notwendig sind. Zwischen den Genen, die abgelesen werden, und den Kernporen, die sie da verankern. Über bestimmte genetische Veränderungen, ja, und zwar genetische Veränderungen an den Kernporen, haben wir zum ersten Mal zeigen können, dass die Kernporen auch direkt eine Rolle spielen in der Architektur des Zellkerns als Ganzes. Man weiß zum Beispiel, dass in einer Krebszelle die Stabilität des Zellkerns als Ganzes verändert ist. Das heißt, die mechanische Stabilität ist geringer. Es können sich zum Beispiel kleine Nebenzellkerne bilden. Oder es kann auch Löcher im Zellkern geben. Und es kann genetisches Material wirklich da raus fließen, wenn man so will. Und das zu verstehen, ist ein absolut faszinierendes Thema. Wir sind in der Hauptbücherei Wien. Alwin Köhler vergleicht die vielen Informationen in den Büchern mit den Informationen im Zellkern. Die Bücher sind die Gene. Und das An- und Ausschalten eines Gens hängt mit der Position. Das heißt, ein Gen, was hier drin ist, ja, kann inaktiv sein. Dann plötzlich ändert es seine Position und wird aktiv. Doch im Zellkern herrschen, genau wie in dieser Bibliothek jetzt nach unserer Aktion, Chaos und Ordnung gleichzeitig. Die U-Bahn-Station am Wiener Schottenring. Alwin Köhler möchte uns dieses Ablesen der Erbinformation noch deutlicher machen. U-Bahn und Gleise, das ganze Netz der Linien, erklärt uns der Forscher, soll den Zellkern symbolisieren. Ja, also wir befinden uns hier in der Überwachungszentrale der Wiener Linien. Und eigentlich ist die Situation gar nicht so anders als wie die im Zellkern. Wir sehen da gerade, ist ein Zug eingefahren. Und diese Züge, können wir uns vorstellen, sind die Polymerasen, die die Erbinformation ablesen. Und dieses ganze Programm, was hier abgespielt wird, muss genau kontrolliert werden. Noch einmal. Die U-Bahn vergleicht Alwin Köhler also mit einer Maschine, die die Erbinformationen in der Zelle abliest. Jetzt setzen wir uns in das Cockpit der Polymerase. Das ist die Polymerase. Das ist unsere U-Bahn. Und jetzt beginnt die Polymerase, wie unsere U-Bahn hier, über die Erbinformation zu fahren. Und in einer Animation sieht die Polymerase natürlich nicht nach U-Bahn, sondern so aus. Hier wird die DNA kopiert. Das ist die Voraussetzung für die Zellteilung. Alwin Köhler erklärt das Ganze jetzt dem U-Bahn-Fahrer. Am Zellkern wird ja die Erbinformation abgelesen. Ne? Okay. Und diese Erbinformation, dazu brauchst du kleine Maschinen. Ja? Also richtige Nanomaschinen, die über die Erbinformation drüber fahren, über DNA. Ja? Und die DNA, das sind jetzt hier gerade die Gleise. Ja? Okay. Ja? Und das heißt, wir sitzen jetzt in der Polymerase, das ist die Maschine, und fahren über die DNA drüber. Und gleichzeitig wird die DNA kopiert.
Okay. In RNA. Ja? Das Tolle an der Polymerase ist, die kann gleichzeitig jeden Fehler, den sie macht, noch korrigieren, während sie läuft. Ja? Aber nicht die ganze Zeit. Nicht die ganze Zeit, ja. So, und dann wird also die RNA gebildet. Und während die RNA gebildet wird, das muss man sich vorstellen, wie so ein riesiger Schwanz, der jetzt hinter uns her gehen würde, wird die noch verpackt und für den Export fertig gemacht. Da muss sie nämlich durch die Kernporen raus, ins Zytoplasma, die Zellsuppe, und wird dann wieder übersetzt in ein Eiweiß, in ein Protein. Okay. Absolut faszinierend. Und es geht eigentlich ganz ähnlich. Ja? Ob Bibliothek oder U-Bahn zum Vergleich. Alwin Köhler erforscht, wann und wo Erbinformationen abgelesen werden und hat sich dabei auf die Aus- und Eingänge des Zellkerns, auf die Kernporen konzentriert. Kernporen sind sicherlich die faszinierendsten Maschinen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Es gibt keine menschliche Erfindung, die auch nur annähernd das leisten kann, was eine Kernpore macht. Tatsache ist aber, dass in diesem Kanal pro Sekunde mehrere tausend Austauschprozesse in beide Richtungen ablaufen können, ohne dass in irgendeiner Weise ein Stau entsteht. So, und jetzt kommt also ein Molekül, was in den Zellkern hinein möchte. Es hat ein Karyopherin, das ist der Transporter. Ich habe gesagt, es kommt nicht ohne Eintrittskarte da rein. Und jetzt wird einem gleich schlecht, aber wir gehen jetzt durch die Kernpore hindurch. Ja, man sieht also, wie dieses Molekül sich durch dieses Netz hindurchschiebt und dann plötzlich auf der anderen Seite wieder herauskommt. Lange Zeit haben Forscher geglaubt, dass alles, was die Kernporen machen, Transport ist. Also Import, Export. Und dass sie nicht mehr können, als Moleküle auszutauschen. Aber mittlerweile wissen wir, dass Kernporen selbst mit der Erbinformation interagieren können. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, als wenn die Erbinformation die Gene wirklich an die Kernporen andocken können. Physisch andocken können. Und dort dann direkt an der Kernpore abgelesen werden. Das heißt, die Kernporen sind Organisationszentren, wie Leuchttürme, die in den Zellkern hineinragen und dort selbst dazu beitragen, wie die Erbinformation in ihrer Struktur, in ihrer Faltung gewebt wird. Kernporen transportieren mehr als 1 Million Moleküle zum menschlichen Zellkern. Und sie sind unmittelbar an der Produktion von Erbinformationen beteiligt. Diese neuen Erkenntnisse der Grundlagenforschung tragen dazu bei, die Rolle der Kernporen bei Krebs- und Autoimmunerkrankungen, aber auch bei Alterungsprozessen besser zu verstehen. Noch ein Experiment. Wir haben eine Bühne, wir haben Publikum, ein paar Requisiten und es gibt genau 6 Minuten. In diesen 6 Minuten muss ein Wissenschaftler so pointiert, dass es jeder versteht, erklären, woran er genau forscht. Das nennt man Science Slam. Und ganz an der Spitze mischt ein Österreicher mit. Es ist ein Grazer Neurotechniker. Mein Name ist Reinhold Scherer. Ich bin Forscher an der Technischen Universität Graz im Bereich Neurotechnik, also Neural Engineering. Dabei geht es, dass wir versuchen, Menschen mit körperlichen Behinderungen, zumindest ist das unser Ziel, wiederum eine Kommunikation zu geben, indem wir die Gehirnaktivität dekodieren und umwandeln in Kommunikationssignale. Das fühlt sich ja gut an. Die Signale, die vom Gehirn kommen, wie werden die übersetzt, damit sie der Computer verstehen kann? Und das ist die Aufgabe eines Neuroingenieurs oder eines Neural Engineering. Menschen, Personen können eben durch Gedanken gewisse Muster im EEG erzeugen und genau diese vordefinierten Muster können dann eigentlich erst erkannt werden. Also Gedanken lesen, so wie das in den Science-Fiction-Filmen ist, das geht nicht. Man kann ja im Prinzip schon fast 1,5 Sekunden im EEG, bevor sich jemand bewegt, sagen, dass er sich bewegen wird. Also das Gehirn ist jetzt nicht so ein Echtzeitsystem, wie wir das jetzt gerne haben. Also viele Dinge sind ja unbewusst schon programmiert und vorbereitet und die dringen dann erst in unser Bewusstsein, wenn man das so sagen kann, viel, viel später. Also da geht es nicht um Fantasien, die man misst? Wenn man das System trainiert, schon. Also es geht jetzt nicht darum, dass man wie im Gedankenlesen, dass man alles Mögliche aus dem EEG dekodieren kann, das geht nicht. Sondern es geht darum, dass man sich eine Bewegung oder eine Vorstellung findet, zum Beispiel, man stellt sich vor, wie man die Hand langsam öffnet und schließt oder wie man sich die Füße so zum Gaspedal zum Beispiel, wenn man ein Auto fährt. Solche konkreten Vorstellungen bitten wir unseren Probanden, die auszuführen, mental. Und die aktivieren dann eben die Neuronen im Gehirn, die genau für diese Bewegung zuständig sind. Okay.
Was wir betreiben, das heißt Brain-Computer Interfaces. Ein Brain-Computer Interface ist eine direkte Schnittstelle zwischen dem Gehirn und einem Computer, einer Maschine. Eine klassische Anwendung wäre eben die Querschnittlähmung. Diese Personen können meistens nur mehr den Kopf oder die obere Muskulatur bewegen und haben sonst keine Möglichkeit, wieder was zu steuern. Und insofern könnte man dann eine Handfunktion zurückgeben wiederum. Man muss auf Aufmerksamkeit einfach erreichen. Und die Thematik selbst ist so kompliziert, dass es echt schwierig ist, gewisse Konzepte rüberzubringen. Das heißt, dadurch ist es wichtig, in die Öffentlichkeit zu gehen und eben zu zeigen, was man macht in einem humorvollen, kasperlhaften Programm. Die größten Ängste sind, dass man Gedanken eben lesen kann, also beliebige Gedanken aus dem EEG hervorlesen kann oder eben auch, dass man Verhalten programmieren kann, dass man Menschen dadurch voransteuern kann. Die Technik ist so, wie man sie einsetzt. Man kann sie zum Guten einsetzen und zum Bösen einsetzen. Aber ist so eine prinzipielle, grundlegende Frage. Entweder man glaubt ans Gute oder man glaubt ans Böse. Oder man glaubt, dass es eben immer eine Mischung ist. Ja, das Leben ist ja grau. Das Leben ist ja nicht schwarz oder weiß, es ist ja grau. Also, ist das gut oder nicht? Aber nur wenn man gerade ausschaut, von der Seite kann ich keine Farbe wahrnehmen. Ja, spannende Forschung kombiniert mit faszinierenden Talenten, das hat schon was. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Ganz gewohnt, Samstag 18:40 Uhr hier auf ORF 1. Bis dahin, im Namen des Teams. Auf Wiedersehen.